Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Bevor es dem Ende entgegengeht, will ich nochmal was machen, was mir der liebe Blue Energy 2009 gesagt hat. Mal gucken, ob das geht. Ich mache das jetzt mal ganz schnell. Ich renne einfach hier durch und mache alle Eier kaputt. Oder zumindest eine ganze Menge davon. Die Drachen habe ich ja schon gekillt. Ist alles jetzt gerade im New Game Plus hier bei mir, weil ich das Asketenleuchtfeuer benutzt habe. Ich habe hier schon ein bisschen gefarmt. Aber diese roten Drachen, diese Drakins, diese Wivern, die habe ich ja schon getötet. Von daher keine Sorge. Die Echsen habe ich leider auch schon alle geplättet. Ja, es soll wohl ganz stark damit zusammenhängen, was man hier tut, also wie viele Eier man zerstört. Für wen das jetzt uninteressant ist, einfach vorspulen, Leute. Auf jeden Fall kommt noch der letzte Endboss. Ich befürchte halt nur, wenn ich den jetzt mache, dann ist das Video vorbei und geht vielleicht gerade mal 10 Minuten. Deswegen wollte ich jetzt noch was Lustiges einbauen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt mir das doch gerne. Das werde ich dann alles in New Game Plus nachholen, sofern ich mich daran erinnern kann. So, hier waren noch Eier. Ich mache jetzt einfach mal ein paar kaputt. Ich weiß ja nicht, wie viele das sein sollen. So, wie ihr seht, ich habe fast alles eingesammelt. Also da unten der eine Fuzzi, der da noch lag auf dem Vorsprung. Den jetzt nicht, aber naja. Nee, das lag wohl daran, dass bei mir das nicht passiert ist, was ich euch gleich zeige, was sehr lustig zu sein scheint. Da ich, nachdem ich hier durchgegangen bin, nochmal am Leuchtfeuer war und die ganzen Eier deshalb wieder da waren. Ja, so geht das. Wenn ihr eure Eier verliert, einfach ans Leuchtfeuer und schon sind sie alle wieder da. Die Seele habe ich mir auch nicht geholt, aber es ist alles irrelevant. Ich brauche eh nichts mehr. Ich habe 150 Seelenlevel und ich muss mir nichts mehr kaufen. Die ganzen Seelen, die ich jetzt noch dabei habe, die sind alle sowas von egal. Und so schwer mir das auch fällt, ich werde es leider dann nicht mehr hier weiterspielen. Alleine schon wegen der Mod-Fähigkeit. Ich habe schon überlegt, so spaßeshalber, auf dem Lederschild zum Beispiel kann man sich so ein... da gibt es so eine Mod, da kann man sich dann Gesichter drauf machen. Und ich habe das gesehen, da hatte einer Samuel L. Jackson drauf aus Django Unchained. Das fand ich so lustig. Ich glaube, das werde ich mal nutzen eine Zeit lang, auch wenn es total albern ist und nicht reinpasst. Vielleicht lasse ich es auch einfach. Aber ich fand es extrem lustig. Ich musste da ganz schön kichern, als ich das gesehen habe. Infantiles Kichern for the win, sage ich nur. So, das könnte jetzt eigentlich schon ausreichend sein. Ich werde auf jeden Fall den hier noch abschnetzeln, da, den Typi, der da rumläuft. War nicht noch ein Nest? Nee, stimmt, hier war gar kein Nest mehr. Na gut, da unten ist wieder eins. Moin! Ich meine, ich habe hier den Ring der Lebenssicherung, von daher ist es nicht so schlimm, wenn ich jetzt hier sterbe. Ach, guck mal, die Echse habe ich gar nicht geholt. Ja, die war zu schnell letztes Mal. Ist mir auch egal. Kannst verschwinden. Verschwinde! Oder ich kastriere dir deine Eier. Die hier nämlich. So, das sollte jetzt aber wirklich ausreichen. So, ich bin schon richtig gespannt, Leute. Ich meine nämlich, das habe ich ja erzählt, ne? Das, hoffentlich kommt Navlan nicht wieder, der Penner. Ne, hat aufgegeben. Der kam ja hier an der Brücke. Habe ich ja erzählt. Das habe ich in so einer Art Präse gesehen. Ja, ich habe mir leider damals die Präsentationen angesehen. Hätte ich nicht machen sollen. Warum mache ich sowas? Das spoilert doch nur. Auf jeden Fall... Warum hältst du dich nicht fest? Auf jeden Fall habe ich eigentlich erwartet, dass das hier sowieso kommt. Und nicht erst, wenn man die ganzen Eier kaputt macht. Na gut. Warum bin ich jetzt eigentlich erst da runtergerutscht? Ich war doch schon hier. Na egal. For the lols. Einfach. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich laufe jetzt mal ganz normal. Ich renne nicht. Oh. Oh. Was? Ah, guck mal. Alter. Gut. Gut. Lauf, lauf, lauf. Ich kann nichts machen. Okay. Das ist ja geil. Da kommt das Vieh und tötet mich. Also macht die Brücke kaputt. Und das Geräusch, was ihr gehört habt, das war, glaube ich, der Parry-Sound, wenn man jemanden pariert. Der fällt ja dann auch so hinter und legt sich hin. Hat nochmal so ein akustisches Feedback, dass man jemanden pariert hat. Das ist ja lustig. Ultra lustig. Okay. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, aber jetzt genug des Spaßes. Also zumindest in der Form. Ich würde sagen, ich gehe nochmal nach Majula. Und dann sehen wir uns gleich in Wrangley Castle zum finalen Boss. Ja, okay, ich habe mir noch ein paar Level gegönnt. Ich meine, was soll der Geiz? Ich habe mir jetzt noch Vitalität um einen Punkt erhöht und Geschicklichkeit auf 60. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber meine Waffen skalieren ja mit Dexterity, also Beweglichkeit. Von daher ist das, glaube ich, ganz angebracht.
So, warte mal. Ich nehme natürlich dich. Und dich packe ich mal ganz raus. Ich weiß nicht. Den brauche ich jetzt ja auch nicht mehr. Ich nehme mal den Hartstahlring. Ich weiß gar nicht, was der Boss kann. Warte mal. Ja, die Türen könnten ja auch aufbleiben, Mensch. Müsst doch nicht jedes Mal hier so Schikane, Mensch. Muss doch nicht sein. Wen hatte ich jetzt? Den Hartstahl, ne? Ja, moin. So. Wen hatte ich? Dich hatte ich. In Persona. So, jetzt. Los, los, los. Oh Leute, ich bin so ungeduldig. Ich weiß, aber ich sollte es genießen eigentlich. Aber es ist ja noch nicht Ende. Sehen wir es als Zwischenstation dieses Let's Plays an. Und ich sage wirklich dieses Let's Plays explizit. Ihr werdet es auch an den Thumbnails gehen, sehen. Ach man, ist eigentlich doof. Das ist Part 98. Ich hätte mir jetzt eigentlich gewünscht, dass es 100 werden. Aber wie soll ich die Parts noch füllen? Ich kann ja jetzt schlecht eine Stunde in Majula rumrennen und mich im Kreis drehen. Ich meine, könnte ich machen, aber dann mögt ihr mich vielleicht nicht mehr. Sagt ihr so, Mann, Bruger, Spielzeitstreckung. Scheiß Dreck machst du da. Das ist ja Arschloch. So, naja. Aber wir haben wieder eine Nebelwand, wie ihr seht. Von daher war das wohl richtig. Oh, Mann. Ich habe schon so ein bisschen Schiss, ne? Ja, und wieder die zwei Beschwörungen. Ja, die haben beide eine Questline, aber dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Ich muss mir das vorher angucken, auch wenn ich mich dadurch spoilere, weil anders geht's, glaube ich, nicht. Ich habe es ja schon gesagt, man muss die Leute hier beschwören zu den Bossfights und das habe ich bisher komplett außer Acht gelassen. Auch mit meiner Kriegerin. Hm, naja. New Game Plus, it is. Leute, wünscht mir Glück. Oh Gott. Ich dachte eben Nito. Was, Narshandra? Das ist die Königin aus der... Ja gut, okay, es war eigentlich klar. Ihr habt es ja schon gesagt. Was machst du denn? Was ist das? Was ist das für eine Kacke? Oh nein, das ist ja Abgrund. Ja, ihr Bild. Das war mir echt schon ein Hinweis. Ihr habt es gesagt. Oder hätte mir ein Hinweis sein sollen. Mach ich dir viel... Oh Gott, ich mache ja ganz schön viel Schaden. Warte mal. Power Stance. Oh Gott. Au. Wie? Verflucht. Alter Schweden. Oh. Ja. Und gleich schon wieder verflucht. Ja moin, bin ich schon wieder verflucht. Alter Schwede. Okay, aber viel aushalten tut sie ja nicht gerade, die Schabracke. Ja komm, mach was. Hast du wieder Strahl oder wie? Was macht sie da? Augenscheinlich erstmal gar nichts. Oh, nicht schon wieder. Was ist das? Was macht sie da mit ihrem komischen Zauber? Hohohohoho. Ich sollte mir vielleicht den... Oh, guck mal. Alter Schwede, wie schnell das geht mit dem verflucht werden. Ja, warum wohl? Sie ist der Fluch. Der Fluch, der Dranglake befallen hat. Nicht mit einer Sense schlagen. Kannst du noch was? Okay, sie macht wieder den Strahl. Es ist wohl kein Boss, den man parieren kann, schätze ich. Alter. Wie schnell geht denn das bitte? Es ist ja abartig, wie schnell der Balken immer vollläuft. Nee, Nahkampf muss ich nicht mit ihr, glaube ich. Nahkampf muss ich nicht mit dir, meine Liebe. Meine süße, teure. Zauber wieder, komm. Oh, was macht sie wieder? Oh, diese Dinger, die verfluchen mich, oder was? Komm, wie schnell. Alter, die ticken auch noch Energie runter, oder wie?
Alter Schwede, das ist ganz schön garstig, ihre Angriffe. Also ihre... Das ist ja mehr so ein AOE-Mist, was sie da absetzt. Komm, jetzt mach mal was. Du Zippe. Mach wieder deinen Strahl da, genau den. Okay. Okay. Endboss. Ich hab's mir wahrscheinlich zu einfach gemacht. Na, Chandra-Seele. Oh, bitte jetzt nicht gleich die Endsequenz. Ich will das noch lesen. Na, Chandra-Seele. Die Seele von Nashandra, der Königin von Dranglake. Nashandra war ein Kind der Finsternis mit einem unstillbaren... Mit einem unstillbaren Hunger nach Macht. Achso. Oh. Hä? Ich dachte, ich muss da rein oder so. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. Na fantastisch, was ist das denn für ein Los? Jetzt dürfen wir auf ewig in dem Kämmerlein sitzen und auf dem Thron verweilen, ohne weiter unsere Bestimmung zu kennen. Im Endeffekt ging es nur darum, dass wir den Fluch bekämpfen wollten und unsere Erinnerung wiedererlangen, unsere Frau und unser Kind und, ne, hast du nicht gesehen. Haben sie wohl ganz außer Acht gelassen, leider. Gut, ihr habt eigentlich noch gesagt, dass man sich entscheiden kann, danach weiterzuspielen, aber... Im Moment sieht's ja nicht so aus. Ich wollte jetzt nämlich nochmal nach Majula und mit allen reden. Vielleicht nochmal in die Villa gehen und mir die Karte ansehen. Naja, vielleicht geht das ja noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute, ist das Let's Play hiermit im ersten Durchlauf beendet. Ich werde mal schauen, dass ich im New Game Plus vielleicht ein bisschen PvP mache. Das Problem ist halt leider auch, dass es immer so vom Seelenlevel abhängig ist. Oder... Ja, ich weiß es nicht. Ich fange jetzt nochmal neu an auf PC. Und spiel's dann durch, bis... Naja, das geht nicht. Das hier kommt in... Das kommt übermorgen. Shit. Nee, es ist echt nicht leicht gerade. Wie soll ich das machen? Weil ich habe halt schon ziemlich viel gefarmt und bin mit meiner Kriegerin schon recht hochlevelig. Auch Level 150. Ist schwierig, weil ich habe schon gehört, dass es im New Game Plus schwierig wird, wenn man Leute invasieren will oder invasiert werden will. Da es da nicht mehr allzu viele Leute gibt. Am besten ist der erste Durchlauf dafür geeignet. Das finde ich aber auch ein bisschen doof, ehrlich gesagt, dass es nicht mehr nach Level geht, sondern nach Seelenkonto. Wie viele Seelen man insgesamt schon verdient hat. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt schon 100.000 Mal gestorben und habt... Was weiß ich... Jetzt vielleicht schon 2 Millionen Seelen verloren, kann ja sein, ne? Hört sich jetzt viel an, aber ist es gar nicht mal.
Und ihr seid Level 100 und dann kommt jemand, der hat Level 300. Keine Chance, da habt ihr keine Chance wahrscheinlich, je nachdem, ob ihr Raffinesse beim Kämpfen habt oder nicht so. Na gut, was kann ich sagen? Ihr wolltet ja ein Fazit. Das möchte ich noch nicht abgeben. Ich kann nur sagen, im Gegensatz zu Demon's Souls und Dark Souls hat sich ja einiges getan. Bei Demon's Souls war das Reisen noch sehr unkomfortabel. Das heißt, man hatte immer ganze Levelabschnitte, die man bestreiten musste, bevor man irgendwas machen konnte. Also in den Nexus zurück oder aufleveln in dem Falle. Aber ich fand's auch gar nicht schlecht. Man war viel vorsichtiger. Hier war ich jetzt oft sehr unvorsichtig. Ihr habt's mitbekommen. Auch in neuen Gebieten bin ich oftmals einfach nur durchgerannt. Ja, Dark Souls, muss ich sagen, war auch ein bisschen träger. Obwohl ich da recht fix durch war. Aber ich habe auch viel Offcam gespielt. Hier habe ich ja eigentlich so ziemlich alles Oncam gemacht. Ja, das lag halt daran, weil man noch nicht so früh hin und her reisen konnte. Oh, da sieht man übrigens nochmal die Stimmen. Sehr schön. Sehr schöne Stimmen haben sie da ausgesucht. Gefallen mir allesamt. Außer die von den Krähen, aber gut. ja. Naja, was ich noch sagen wollte. Es ist halt ein ganz anderes Spiel im Prinzip. Also, man kann es nicht wirklich mit Dark Souls 1 vergleichen. Es hat ein ganz anderes Kampfsystem. Es ist halt viel... Ich will nicht sagen träger, aber es ist halt nicht so direkt wie Dark Souls 1. Meiner Meinung nach. Zum Beispiel mit dem Schild hochhalten. Bis ich das mit der Anpassung mal geschnallt hatte. Eieieiei. Ich bin jetzt echt kein Profi, aber ich kann sagen, ich habe mich ganz schön selbst entwickelt während des Let's Plays, was Teil 2 angeht. Ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe Dark Souls 1 zwischendurch immer mal wieder angeworfen. Und da komme ich auch noch sehr gut zurecht. Also, ne? Man ist wie Fahrradfahren so ein bisschen. Ich denke mal, hier wird es nicht anders sein, wenn ich das jetzt irgendwann... Ja, es kann noch 10 Jahre dauern, bis ich es irgendwann nicht mehr anrühre und dann irgendwann mal wieder. Ja, dann werde ich das wahrscheinlich auch noch beherrschen. Es ist halt so ein Muskelgedächtnis entstanden, will ich meinen. Naja gut, jetzt rede ich nur über das Kampfsystem oder das ganze Spiel an sich. Die Lore fand ich jetzt, ja, dank dem lieben Joe und anderen war es ja sehr übersichtlich, sage ich mal. Weil man hatte immer so ein bisschen was erfahren, aber so wirklich Story... Also die, muss ich sagen, in Demon's Souls fand ich am besten. In Dark Souls, die waren mir auch ein bisschen zu pompös. Das wirklich ein ganzes Schicksal. Ja, gut, in Demon's auch, aber ne, trotzdem. In Dark Souls war es ja gleich so, die Flamme erlischt und dann ist alles aus. Und die Untoten, der Fluch, der wird siegen und hier war es ja genauso. Aber Leute, Project Beast, wenn ihr schon davon gehört habt, genial, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Wird wahrscheinlich PlayStation 4 exklusiv, weil Sony da die Finger mit drin hat. Also für alle anderen tut es mir sehr leid. War ja bei Demon's Souls nicht anders, ne? Man kann schon froh sein, dass das hier jetzt multiplattformmäßig eben rauskam. Und Dark Souls 1 hat ja auch ganz schön auf sich warten lassen. Von daher, da haben sie halt auf Drängen der Publisher wahrscheinlich was gemacht. Ansonsten wären die immer noch PlayStation-only, glaube ich. Naja, ist halt ärgerlich, aber es ist immer noch ein Nischenprodukt. Will ich mal so meinen, auch wenn der zweite Teil ganz schön gehypt wurde. Ist ja nichts gegen einzuwenden, muss man mal sagen. Aber ich habe halt immer so ein bisschen die Angst, dass es dann irgendwann so auf den Massenmarkt zugeschnitten wird, dass da auch der Otto-Normalspieler keine Frustmomente hat und einfach durch kann. Und das ist das, was mich hier so ein bisschen gestört hat. Ihr habt es gesehen, ich bin sehr einfach durchgekommen. Also wenn ich überlege, alleine schon im DLC von Dark Souls, Artorias oder Manus, im Let's Play habt ihr das vielleicht gesehen, da habe ich mich angestellt wie ein Vollidiot, aber die sind machbar, wenn man sich dran gewöhnt. Hier war irgendwie alles so, ja, ich laufe mal rein, umzirkel den Boss, steche mal ein bisschen drauf und dann ist der Boss tot. Wie gesagt, das sind jetzt meine Eindrücke aus den normalen Spielen. New Game Plus wird wahrscheinlich wieder was ganz was anderes. Und ja, schauen wir einfach mal. Mein richtiges Fazit gibt es dann erst, wenn ich das im New Game Plus durch habe. Es kommen auch noch Togethers, es kommt noch PvP, sofern ich das irgendwie... Weiß nicht, ich, ja, es ist halt schwierig zu sagen, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der PvP-Mensch. Ich schaue mir das gerne an. Da gibt es ja einige gute. Jay Blackmail zum Beispiel, Peeves, Oro the Ninja oder auch Dark Souls Mind Eye kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch da ein bisschen mit beschäftigt. Oder was PvE angeht, halt... Lobos Junior, Emerald und so weiter. Die finde ich super. Oder Vati Vida, was die Lore angeht, gibt's richtig gute Kanäle. Naja. Wie gesagt, mal sehen, was noch kommt, Leute. Jetzt habe ich die ganze Zeit durchgequatscht. Ob ihr überhaupt noch so lange dran geblieben seid, das weiß ich nicht. Aber wenn ja, dann, weiß ich nicht. Finde ich das sehr gut von euch. Gut.
Thronerbe, seht ihr mal, jetzt habt ihr das noch miterlebt. Ist eine Goldtrophäe, glaube ich, oder? Man sieht's immer so blöd, ob das Gold oder Bronze ist, wenn man so weit wegsitzt vom Bildschirm. Naja, egal. Leute, ich würde sagen, Let's Play beendet. Aber ja, wie es weitergeht. Es kommt ab jetzt täglich nur noch ein Part, 25 Minuten rum, vom New Game Plus. Das hat den Grund, weil ich erstmal jetzt wieder mehr Projekte habe. Jetzt ist halt noch Outlast dazu gekommen, mal wieder. Das DLC. Es geht tatsächlich noch weiter. Ich gehe nochmal ganz kurz in die Villa und schaue da mal, ob sich was geändert hat. Aber nur ganz kurz. Und auch der Grund ist halt, weil ich es schon kenne und wahrscheinlich dann viel schneller durchkomme. Ich werde trotzdem alles sammeln und ja, was auch ein bisschen blöd ist, der Bossguide auf TGN, da TGN ja eingefroren wurde, der Kanal in Deutschland, wird es da leider keine Bossguides mehr geben. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie auf meinem Kanal ein bisschen fortführe. Even more flames have appeared. I don't know what causes it. Das ist schön. Naja, gut, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dieses Let's Play, lasst mir noch gerne etwas Liebe da, schreibt mir was Schönes. Ja, was sonst noch? Schaltet auch wieder ein, nächstes Mal im New Game Plus von Dark Souls Teil 2.